Harz und Herzlich Protagonist Pascal erzählt offen bei Instagram, dass er seinen Termin beim Jobcenter schwänzt. Stattdessen hat er andere Pläne. In der Sendung Harz und Herzlich gewähren Bürgergeldempfänger Einblicke in ihren oft schwierigen Alltag, der häufig von finanziellen Sorgen dominiert wird. Besonders Beates Sohn Pascal hat in der Show wiederholt für Aufsehen gesorgt. Er hat hohe Schulden, sprach abfällig über seine Ex-Freundin und geriet in Konflikt mit seiner Mutter. Damals hatte er seinen Job bei der Bahn verloren. In der Zeit hatte er auch Kindergeld bezogen, was ihm eigentlich gar nicht zusteht. Die Behörde verlangt das Geld nun zurück. Der Sohn von Beate ist zudem Dauergast beim Jobcenter. Ihm wird oft nachgesagt, dass er faul ist. Nun erzählt er in einer Instagram-Story von seinen Plänen, um den Jobcenter-Termin zu schwänzen. Ich gehe jetzt kurz zum Hausarzt. Harz und Herzlich Pascal schwänzt Termin beim Jobcenter. Ich hätte eigentlich ein Jobangebot vom Jobcenter. Aber das ist alles nicht so das Wahre, sagt Pascal. Deswegen schauen wir jetzt mal, was der Arzt sagt, lässt er verlauten. Es scheint so, dass er sich krankschreiben lassen will, um den Jobcenter-Termin zu schwänzen, denn wirklich krank scheint er nicht zu sein. Schließlich will er danach noch seine Haare schneiden gehen und Kollegen treffen. Die Fans sind alles andere als begeistert, dass der auch noch den Mut, Dummheit, hat, das öffentlich zu sagen, schreibt ein Follower. Beate ist happy. Als ihr Sohn Pascal vor gut 5 Wochen erneut bei ihr ausgezogen ist, war die gebürtige Berlinerin schwer enttäuscht und wollte den Kontakt eigentlich abbrechen. Jetzt hat Beate überraschende Neuigkeiten. Pascal ist wieder bei ihr eingezogen und das Zusammenleben klappt gerade besser denn je. Beate ist klar geworden, dass ihre Kinder mittlerweile eigenständig sind. Die ehemalige Reinigungskraft will deshalb auch am Umgang mit ihnen etwas ändern und ihrem Sohn zur Seite stehen. Pascal steckt nämlich in finanziellen Schwierigkeiten. Er hat während seiner Zeit als Bahnmitarbeiter irrtümlich Kindergeld bezogen. Das Geld fordert das Amt nun zurück. Doch als Bürgergeldempfänger hat der 22-Jährige keine Chance, den Schuldenberg von 4.000 Euro jemals abzutragen.